Hey, hey und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte dir in diesem Video die Technik für Sidebends erklären. Natürlich am Beispiel von Handständen. Das heißt, welche Mobility brauchen wir, um einen tiefen Sideband auszuführen? Wie steuern wir das Ganze richtig an und wie trainieren wir das dann auch speziell im Handstand? Beziehungsweise natürlich auch anwendbar auf Kopfstände oder ähnliche akrobatische Übungen. Also bleib dran und viel Spaß mit dem Video. Kommen wir zunächst zum Punkt Mobility. Dazu nimmst du dir am besten einen Stab oder ein Band oder Gürtel, ähnliches, in die Hand. Dadurch lässt sich das am Anfang am einfachsten mal ausprobieren, damit man auch die Hände gleichzeitig schulterbreit eingestellt hat, wie wir es ja auch für den Handstand dann brauchen. Das heißt, du nimmst diesen Stab oder was auch immer du hast, nimmst ihn über Kopf, als würdest du hier im Handstand stehen und beugst dich dann zur Seite. Dabei kannst du die Beine hüftweit auseinander stehen haben und dann zur Seite aufdehnen. Hierbei, kommen wir gleich zum Thema Ansteuerung, solltest du darauf achten, dass du die eine Seite richtig schön lang ziehst. Da ist es hier auch wichtig, dass du den Arm über Kopf lässt und nicht nur die andere Seite, um dich zur Seite zu beugen, sondern wirklich den Arm schon nach oben lang strecken und dann hier über die ganze Seite lang die Dehnung spüren. Das heißt, du kannst die zweite dann auch mit an den Start nehmen und dann zur Seite runterziehen. Natürlich in beide Richtungen, das ist so die beste Übung eigentlich, um die Bewegung einfach mal auszuprobieren bzw. auch zu spüren, in welche Bereiche das Ganze geht. Sidebends sind nämlich ganz nebenbei ein super cooles Side-Ab-Training, also für die seitliche Bauchmuskulatur, weil du durch dieses Aufziehen natürlich hier erst die Bauchmuskeln auseinanderziehst und gerade wenn du dann mit gestreckten Armen hier aus dieser Dehnung wieder nach oben rauskommst, wirst du merken, dass du die Bauchmuskeln ordentlich brauchst. Das Ganze, wenn du länger seitlich drin hängst, kann auch super anstrengend werden, dass du denkst, du kommst da gar nicht mehr raus. Dann nimm natürlich gerne die Arme runter. Manchmal muss man sich sogar am Bein abstützen, wenn man da länger in der Position drin hängt. Aber genau, ich kenne das Ganze, das ist ganz normal. Fang am besten anfangs erstmal an, zur Seite aufzudehnen, soweit es geht, wieder zurückzukommen und dann die Seite zu wechseln. Super schöne Übung, die man im Warm-up machen kann, einfach auch generell, um den Rumpf ein wenig durchzumobilisieren. Wenn du das vielleicht gerade sogar schon ausprobierst, wirst du merken, dass du vielleicht auch gar nicht so weit kommst. Das ist auch ganz normal, dass du nicht gleich super tief dich in die Seite reinhängen kannst, weil deine ganze Muskulatur sich natürlich erst daran gewöhnen muss, beziehungsweise auch an den richtigen Stellen locker lassen muss. Das heißt, so dein Unterbewusstsein musste diese Bewegung erstmal erlauben. Dann brauchst du aber natürlich auch noch die richtige Ansteuerung. Das heißt, man kann auch sich bewusst da ein bisschen reinarbeiten und eben dem Gehirn bzw. den ganzen Reflexen da ein bisschen nachhelfen, um in die Bewegung reinzukommen. Woran du dazu denken solltest, ist, dass du auf der einen Seite verkürzt, quasi hier den Teil zwischen Rippen und Becken, willst du möglichst komprimieren. Das heißt, du willst quasi deine Rippen auf deinem Becken ablegen. Es fühlt sich am Anfang gern mal komisch an. Es fühlt sich an, als würden sich da die Speckfalten aufeinander stellen und es geht einfach nicht weiter. Das ist auch ganz normal, das hatte ich auch. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber wenn man das mehrfach übt, rutscht das alles so besser an Ort und Stelle, beziehungsweise irgendwo wird die Muskulatur einfach sinnvoller entspannen und lernen, mit dieser Bewegung umzugehen. Das heißt aber trotzdem so im Hinterkopf haben, Ribs on Hips, also Rippen auf dem Becken ablegen. Das heißt, wir wollen hier nicht rausgehen, sondern wirklich hier auf der einen Seite zusammenzwicken, gleichzeitig natürlich auf der anderen Seite aufmachen. Das heißt, hier den Bereich zwischen Becken und Rippen öffnen, möglichst weit aufmachen. Das kann man eben dann auch mal mit Armen unten probieren, dass man hier diese Ansteuerung übt. Hier einmal die Falten alle aufeinander stellen und auf der anderen Seite schön öffnen. Weiter kommt dann natürlich noch der Arm dazu, weil wenn wir im Handstand stehen, muss das natürlich auch funktionieren mit Arm über Kopf. Das heißt hier dann wieder den Arm dazu nehmen und dann wirst du, je nachdem, was du sonst so trainierst oder wie beweglich du vor allem dein Latissimus bzw. dein Latmuskel bist, wirst du merken, dass es hier auch ordentlich spannt. Deshalb trainiere ich das Ganze auch gerne
mit Armen über Kopf und nicht nur mit Armen seitlich, weil man dann einfach gleich die komplette Seite mit dabei hat und ja auch eben der Latt entsprechend locker lassen muss, damit man hier tief reinkommt. Wenn der Latt oder auch generell die Muskulatur auf der Seite, die wir öffnen wollen, nicht komplett aufmacht, wird es natürlich hier auf der Gegenseite umso enger. Das heißt, immer daran denken, die Seite, die wir öffnen wollen, müssen wir wirklich aufdehnen. Das geht zum Beispiel auch ganz gut an Ringen, wenn man an Ringen hängt oder generell, wenn man irgendwo sich aufhängt und nur mal an einen Arm hängt. Dann wirst du merken, wie sich die ganze Seite schön lang zieht. Genau das wollen wir für die Sidebends auch. Das heißt, hier nochmal der Recap für die Ansteuerung und Mobility. Arme über den Kopf, zur Seite aufdehnen, die eine Seite schön lang strecken, den Latt schön öffnen und auch die ganze Seite hier schön lang machen, rausschieben den oberen Arm und gleichzeitig auf der anderen Seite schön komprimieren. Hier kannst du dann auch mal halten, einmal einatmen und ausatmen. Mit dem Ausatmen kann man oft noch so ein Stückchen tiefer reinfallen. Und dann aus der Kraft der seitlichen Bauchmuskulatur wieder rausziehen. Selbe natürlich in beide Richtungen. Und wieder rausziehen. Wichtig ist dabei außerdem, dass du die Hüfte nicht zur Seite schiebst. Also nicht zu sehr ausweichen. Natürlich wird sich das Gewicht auf deinen Füßen ein wenig verlagern. Das heißt, da musst du eventuell ein bisschen mitspielen, aber versuche die Hüfte möglichst gerade zu halten, vor allem hier nicht rotieren, sondern wirklich über die Seite aufdehnen. Wie schaut das Ganze jetzt im Handstand aus, beziehungsweise wie kannst du das da am besten üben? Natürlich wieder mit der Wand. Das heißt, ich zeige dir gleich mal, wie das ausschauen kann. Zunächst solltest du mal den Abstand zur Wand messen. Das hängt von deiner Grätschbeweglichkeit ab. Das heißt, du kannst dich an die Wand setzen in eine aktive Grätsche und dann circa auf Höhe deiner Sprunggelenke solltest du deine Hände aufsetzen, eventuell ein Stückchen näher oder weiter weg, damit gerne ein bisschen spielen. Dann, wie gewohnt, an der Wand in den Handstand kommen, Beine grätschen und dann hier einfach mal erst im Kleinen probieren, einen Fuß zur Seite abzusenken. Hier dann natürlich schauen, wie weit das Ganze geht und auch wieder an die Ansteuerung denken. Das heißt, jetzt Hüfte auf dem Rippen ablegen und auf der anderen Seite schön öffnen. Hier wirst du auch merken, wie sich das Gewicht verschiebt. Entsprechend gerne ein wenig gegenarbeiten. Das heißt, wenn du das Ganze im Handstand machst, wirst du merken, dass sich das Gewicht natürlich auf die Seite verlagert, auf die du dich rüber bewegst. Das heißt, dort, wo du versuchst, mit der Zehenspitze Richtung Boden zu kommen, wirst du mehr Druck in die Hand und Schulter bekommen. Um da entgegenzuwirken, kannst du dich ein bisschen in die Gegenrichtung schieben. Das heißt, aus dem Schulter raus, in die Gegenrichtung ein bisschen rüberschieben, um das Ganze natürlich ein wenig zu kompensieren. Wichtig dabei natürlich, dass du ordentlich rausgedrückt bleibst aus den Schultern und nicht zu sehr einsinkst. Also Sidebends brauchen wahnsinnig viel Kraft, nicht nur im Core bzw. in der seitlichen Bauchmuskulatur, sondern auch in den Schultern, einfach durch diese ganze Gewichtsverlagerung. Wenn du das gerade anfängst zu üben, bietet es sich auch an, sich links und rechts irgendwie kleine Kästen oder irgendeine Markierung zu setzen, auf die man mit den Zehenspitzen zielen kann, quasi auch für dich so als Feedback, damit du weißt, wie tief du schon in den Sidebend kommst und auch damit du auf beiden Seiten ungefähr gleich übst. Das heißt, auf beiden Seiten eine möglichst gleich große Box oder ein Kissen oder ähnliches platzieren, einfach um dorthin zielen zu können. An der Wand kannst du das Ganze also wieder super trainieren, um deine Kraft aufzubauen, gleichzeitig auch natürlich die Mobilität zu verbessern und die Ansteuerung, während du dich dann aber nicht zu sehr auf die Balance konzentrieren musst. Wenn das dann an der Wand schon ganz gut klappt, kannst du das natürlich super gern auch ohne Wand probieren. Dazu bietet es sich auch wieder an, dass du dir irgendwie Boxen oder irgendwas aufstellst, damit du so einen Referenzpunkt hast für deine Zehen, wo du denn so hin willst in der Bewegung.
Gleichzeitig auch gerne zwischendurch immer wieder filmen, damit du auch weißt, wie das Ganze ausschaut. Sidebends sind so eine typische Sache, die sich viel tiefer anfühlen, als sie eigentlich sind. Und wenn du dich dann dabei filmst, solltest du nämlich auch ungefähr sehen, dass sich deine Wirbelsäule quasi zur Seite biegt. Also das Ganze sollte nicht aus den Beinen kommen. Du willst die Grätsche möglichst stabil halten. Du willst nicht hier so zur Seite gehen, sondern wirklich aus der Seite die Bewegung rausholen. Das einfach immer wieder mit Video checken, dass die Bewegung auch wirklich richtig läuft. Um dann irgendwann einen extra tiefen Sidebend hinzubekommen, das heißt, wenn du so kurz vor dem Boden schon bist, kannst du dir noch einen weiteren Tipp hier abholen. Und zwar solltest du mit der Zehenspitze nicht auf eine Linie mit deinen Händen zielen, sondern eher ein Stück vor deine Hände, also beziehungsweise Richtung Handballen beziehungsweise Bauchseite deines Handstands. Dadurch kannst du nochmal ein bisschen mehr Mobilität rausholen beziehungsweise ein bisschen cheaten, weil du hier im Oberkörper durch die Rotation einfach noch ein wenig mehr Raum bekommst. Das gleiche Prinzip gilt dann auch für die Puppy Press, ist also direkt übertragbar, weil dort willst du ja auch nicht mit dem Fuß direkt neben deinen Händen starten, sondern tendenziell so ein bisschen vor deinen Händen, beziehungsweise mit deinen Händen vor deinen Füßen. Einfach, damit das Ganze leichter wird. Abschließend sei nochmal gesagt, arbeite dich wirklich erst im Stand, das heißt auf den Füßen, an die Sidebends heran, beziehungsweise in allen möglichen anderen aufrechten Positionen, wie zum Beispiel auch dem Straddle Sit oder auch der Lunge Position. Weitere Übungen findest du in einem Workout-Video, das ich bereits zum Thema gedreht habe. Und anhand dessen kannst du erstmal die Kraft und Ansteuerung aufbauen, bevor du das Ganze wirklich zum Handstand bringst. Natürlich kannst du das auch parallel immer wieder üben, aber auf jeden Fall immer erst, bevor du das im Handstand machst, im Stand aufwärmen, damit die Muskulatur auch schon ein bisschen vorbereitet ist und weißt, was auf sie zukommt. Das war's zum Thema. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne oder schreib auch in die Kommentare. Abonniere den Kanal für noch weitere Handstand-Videos. Viel Spaß bei deinem Training und bis zum nächsten Mal.